Hallo, meine hübschen Haseleins. Ja, heute ist Sonntag und heute kommt, wie versprochen, oder zumindest drehe ich heute das Zuschauerpost-Unboxing. Und ich möchte sofort anfangen, weil es wird lang. Ihr seid absolut verrückt. Also ganz ehrlich, ich bin total geschockt, wenn ich das sehe. Und ich habe mir die Stoppuhr gestellt, die läuft jetzt schon. Und ich werde das Video 25 Minuten lang werden lassen und dann drehe ich den nächsten Teil, weil ansonsten wird das echt zu lang. Ich habe mir hier eine schöne kalte Cola Light hingestellt. Sitze hier übrigens im Fashion-Bademantel. So renne ich sonntags immer rum. Ich habe vorhin gerade schon die Hasensauber gemacht, Wäsche gewaschen. Und ich habe mir extra für euch auf Entsonntagen BH angezogen, Freunde. Und das will was heißen. Also, auf dem Sonntag ein BH anzuziehen ist eigentlich ein Unding, aber naja, ich habe ja noch minderjährige Zuschauer, von daher. Gut, Freunde, fangen wir an. Und zwar fangen wir als erstes an mit einem Armband. Ich habe noch nichts ausgepackt, bis auf diesen einen Umschlag. Und zwar ging es mir da nicht so gut und ich habe das alles in meinem begehbaren Kleiderschrank stehen, hier die Postbox quasi. Und ha, und da habe ich mir dann so gedacht, ach scheiße, mir ging es richtig schlecht. Da habe ich mir gedacht, okay, ein was öffnest du. Und da habe ich dann einfach reingegriffen und habe mich für diesen hier entschieden. Und ich weiß nicht, wie du heißt. Das ist das Schlimme daran. Hier steht nicht deine Adresse drauf. Aber hier steht deine, ich glaube, das ist es ist Davanda. Facebook My Junior. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox, weil sie macht wirklich tolle Sachen. Sie hat mir ein Armband gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also, genau genommen hat sie mir zwei Armbänder gemacht. Und da steht, ich weiß nicht, seht ihr das? Da steht Oscar drauf. Da steht Oscar drauf. Und hier an dem Verschluss ist, also es hat keinen Verschluss, es ist ja so ein Gummiband, aber hier hinten ist so eine kleine Engelsfeder. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Sie hat dann noch geschrieben, damit dein Oscar immer bei dir ist. Das ist jetzt noch, wenn ich das sage, ist das total, ja, ich weiß auch nicht, einfach schön und so. Ich freue mich total, dass du mir so was Persönliches geschenkt hast und auch so schön und so toll verarbeitet. Und dann hat sie mir noch eins zugeschickt, das ist rosa mit weißen so Perlen. Und da ist mein Buchstabe drin mit so einem, mit so ein bisschen goldenen Details noch. Also ganz, ganz süß gemacht. Und das Oscar-Armband trage ich, seitdem ich es aufgemacht habe, jeden Tag im Wechsel mit dem Franzi-Armband. Also je nachdem, ich entscheide mich immer für eins. Und an einem Tag hatte ich auch schon mal beide drum, aber meistens trage ich nur eins. Und ich danke dir. Das wird auf jeden Fall ein treuer Wegbegleiter von mir sein. Und ich war sehr, sehr gerührt und bin es immer noch. Und freue mich immer wahnsinnig, wenn ich mir das Armband anschaue. Also ganz, ganz süß. Ich danke dir wirklich vom ganzen Herzen. Und ich würde dich gerne grüßen und mit Namen ansprechen, aber hier steht dein Name nicht drauf. Hier steht nur anscheinend deine Seite, dein Shop, wo du die Sachen verkaufst. Das kam dann auch noch in so einem kleinen Schmucksäckchen. Also ganz, ganz süß und hochwertig gemacht. Und ja, ich freue mich echt ein zweites Loch in den Arsch. Echt. Ich habe mich so sehr gefreut und freue mich immer noch. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Das dazu, dann habe ich ein Paket bekommen und zwar ist das von der lieben Ann-Kathrin, das Brands for Friends Teil hier. Und das habe ich gerade aufgeschnitten, ich habe noch nicht reingeguckt. Und zwar war das so, sie wollte mir was zuschicken, aber das ging nicht, weil es einfach zu viel war. Und da habe ich ihr meine Privatadresse gegeben, weil sie gesagt hat, sie hat das nun schon alles da und sie hat das jetzt einmal ans Postfach geschickt und es hat nicht geklappt. Und es hat mir dann doch so leid getan, aber Leute, das ist definitiv nicht die Norm. Also sowas, ihr sollt mir nicht so viel zuschicken, wirklich nicht. Ich habe euch gesagt, ihr sollt mir schreiben. Himmel, Arsch und Zwirn. Ja, oh Gott, total süß. So sieht es aus hier drin. Oh Gott. Bitte nicht im Video vorlesen, okay? Den Brief von der Ann-Kathrin lese ich mir in aller Ruhe durch. Und ich fände es schön, wenn du dich bei Instagram nochmal bei mir melden könntest. Ich weiß, dass du bei Instagram, ich muss nochmal gucken, ob ich dich wiederfinde, damit ich dir noch ein paar Worte zu dem Brief sagen kann, weil ich lese mir den in aller Ruhe durch und nicht jetzt vom Video. Du hast geschrieben, bitte nicht im Video vorlesen und das mache ich dann auch nicht. So.
Dann hat sie hier so einen Umschlag und es steht drauf, das da kann ich, denke ich, vorlesen, ne? Die Sachen hier drin sind gebraucht, aber sehr wenig, da mein Make-up-Verhalten sich verändert hat, okay? Ich konnte mich schwer von ihnen trennen, wollte, dass jemand eine Freude daran hat. Und ich hoffe, du hast welche daran. Sie sind alle desinfiziert und nicht alt. Hey, also ganz ehrlich, Hausi Lions, da habe ich überhaupt keinen Stress damit, da haben wir alle Fußpilz. Wenn du es doof findest, hau sie weg. Ich schaffe es nicht. Ja, ja, das geht mir auch immer so. Ich kann auch Sachen nicht wegschmeißen. Irgendwie hängt man ja dann doch dran. Okay, wir gucken jetzt mal, was du da reingetan hast. Okay. Bist du verrückt? Also, hallo? Oh, was ist das denn Schönes? Das ist von Chanel. Poudre universell kompakt. Weißt du, dass das total geil ist? Oh, das ist total seidig und das ist genau mein Hauttyp. Du bist also auch so eine Helle. Das ist total gut, weil ich habe zurzeit so ein bisschen meine Vorliebe gefunden, mich doch abzupudern. Heute zum Beispiel habe ich nichts weiter im Gesicht, außer Mascara, Augenbrauen und Lipgloss. Und dann habe ich mir aber meine Augenschatten und meinen roten Punkt auf der Nase, dieses Ederschen, habe ich mir abgepudert. Und das deckt viel, viel schöner und sieht halt auch nicht so maskenhaft und so zugeklatscht aus. Also ich kann das gar nicht annehmen. Vielen Dank. Also wenn du es wirklich nicht mehr benutzt, das glaube ich dir. Ich sehe, dass es benutzt ist, also weiß ich, du... Ich danke dir von ganzem Herzen und ich sehe, du hast eine Tiffany-Kette. Da kannst du mir ja mal, guck ich mal bei deinen Fotos auf Instagram, ob ich die sehen kann. Tiffany ist ja mega geil. Okay, was haben wir hier noch? Hast du mir dein Tiffany-Säckchen geschenkt? Das würde ich nicht machen, ohne Scheiß. Also ich habe nur das von Tiffany und Ohrringe und ich könnte mich nicht von dem Säckchen und der Verpackung trennen. Also da bin ich echt ein Nerd. Und ich sehe gerade, hier sind Chanel... Ein MAC-Lippenstift, ernsthaft? Oh Gott, das ist scheiße, den wollte ich mir holen. Oh nee, das hast du nicht gemacht. Oh Gott, der ist so hübsch. Oh nee. Bist du verrückt? Oh Gott, das ist scheiße von MAC. Den hast du aber wirklich nur einmal benutzt oder so, oder? Ey, weißt du, dass ich mir den bestellen wollte? Ich kann gerade echt nicht. Ich merke auch gerade, dass ich wieder ein übelstes Sächsisch verfalle, weil ich total nervös bin. Und dann noch von Chanel Rouge Coco Adventure. Das wird bestimmt anders ausgesprochen. Oh, das ist auch eine geile Farbe. Das ist genau mein. Das ist so ein Rosé. Willst du dich wirklich dafür? Also pass auf, wir machen es so. Wenn du das Video jetzt siehst und denkst, scheiße, ich bereue das doch, dann schicke ich dir das wieder zu. Ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen. Du bist verrückt. Du bist echt verrückt. Weißt du, was das kostet? Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich danke dir von Herzen. Ich danke dir von Herzen. Oh, geil. Oh, die Dinger liebe ich. Die Dinger liebe ich. Ganz viel. Oh, ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich freue mich auch total sehr über den Chanel-Lippenstift und so. Nicht, dass du denkst, ich freue mich über Schokolade mehr. Aber ich bin einfach so überwältigt einfach. Scheiße, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Scheiße. Krass. Danke, danke, danke. Oh, Corny, die liebe ich auch. Übelst lecker. Und hier, wie heißt das? Amicelli, genau. Von diesen Amicelli-Dingern gab es auch mal eine Kokosvariante. Die war auch lecker. Und das ist die Klassik und die liebe ich auch. Super, super geil. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Ja, Rittersport geht immer. Marzipan, mega geil. Machst du mir eine Riesenfreude. Und dann hat sie mir noch reingetan, so ein ganz super süßes Schminktäschchen von Benefit war das mal. Ey, da hätte ich mich auch nicht von getrennt, ey. Bist du dir wirklich sicher? Ah, cool! Von Montagne Jeunesse. Und das hast du mir wohl gekauft, oder? Krass.
Du hast mir Masken reingetan, einmal von Soltaus, die Totes Meer Premium Maske mit Algen, mit Meeresalgen, die liebe ich sehr, sehr. Du weißt ja, die Soltaus Maske mag ich total. Dann von Merz Spezial Feuchtigkeitsmaske, die fand ich auch sehr gut, die ist ja mit Aloe Vera. Voll cool, Tanja Jeunesse, die Passion Peel Off Maske finde ich auch total klasse. Ich danke dir, ich danke dir. Dann hast du mir hier so kleine Mini-Sticker für, von Minnie Maus. Die sind auch ganz, ganz süß. Die werde ich für mein Philo-Fax benutzen. Die tue ich mir mal hier hin, dass ich die nicht verliere. Dann, oh geil, 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 geil. Da freue ich mich richtig. Und zwar ist das von Lacora ein Augenbrauenstift. Der sieht super klasse aus. Kriege ich den jetzt auf? Ja. Ganz aschiger Ton. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Total geil. Und Leute, wir haben hier zwar auch ein Aldi, aber bei uns gibt es diese Lacora Beauty Sachen nicht. Von daher, das ist mein erstes Produkt von Lacora. Freue ich mich riesig. Du bist verrückt. Du bist einfach nur krass. Ich fasse es nicht. Dann hat sie mir von Kérastase. Okay, was ist das denn? Kérastase ist ja Haare, ne? Pass mal auf, mein Schatz, da würde ich dich bitten, dass du mir dazu mal noch was schreibst, weil das weiß ich, liebe Kérastase Produkte, aber ich weiß nicht, ich kann das jetzt hier nicht rauslesen, für was es ist. Wäre cool, wenn du mir da eine Info dazu gibst. Dann, oh, das ist ja geil. Huch, so ein Apfel für deinen Philofax hast du auch noch draufgeschrieben. Das ist ja cool. Das ist in so Apfelform, das sehen aus wie so halbe Apfelstücken. Oh, mega cool, mega cool. Wo hast du denn das her? Und die Tasche ist auch so geil, weißt du, weil die werde ich auf jeden Fall benutzen, wenn ich, oh, jetzt seht ihr hier Haut, wenn ich mal verreise oder sowas, weil die ist richtig cool, die ist nicht zu groß. Außerdem steht hier Benefit drauf und dann denken die Leute, ich habe übelste Kohle. So, was ist das? Probiers steht hier drauf, oder? Das ist so ein Gel. Das riecht ganz kräutrig. Was ist denn das, was hier drin ist? Hast du reingespuckt, hä? Hm, das riecht... Oh, das riecht lecker. Das riecht so ein bisschen wie Räucherstäbchen irgendwie. Also total geil. Sag mir bitte auch, was das ist. Oder ich gucke dann einfach in den Brief und dann da hast du es mir bestimmt reingeschrieben. Und die Heilerde Anti-Stress-Maske, das ist auch super. Ich nehme total gerne so Anti-Stress-Masken, wenn ich arbeiten war die ganze Woche und dann so zum Sonntag oder zum Samstag, wenn ich von Arbeit komme, nehme ich total. Also Samstag und Sonntag ist eigentlich der Tag, wo ich immer Anti-Stress-Masken benutze. Von daher super und die kenne ich noch nicht. Du bist wirklich verrückt. Ich danke dir von Herzen und wie gesagt, ein MAC-Lippenstift, ein Chanel-Lippenstift und ein Chanel-Puder und auch die anderen Sachen, du darfst nicht denken, dass ich mich nicht freue. Ich bin einfach nur total sprachlos. Ja, ich bin einfach nur total sprachlos, weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann nur sagen, dass ich dir von Herzen danke. Schon alleine der Brief und zum Beispiel die Tasche, ne? Mega geil. Aber ich hoffe wirklich, dass du die Sachen nicht mehr benutzt. Der Augenbrauenstift ist mega geil. Falls du jetzt das Video siehst und denkst, scheiße, du das bereust, dass du mir das zugeschickt haben solltest, dann schicke ich dir das wieder zu, weil das sind echt krasse Sachen. Ich danke dir auf jeden Fall vom ganzen Herzen, vom ganzen, ganzen Herzen. Dankeschön. So, wie viele Minuten haben wir denn jetzt? Ja, 15, Leute. Geht weiter. Dann möchte ich mich nochmal ganz sehr bedanken. Und zwar bei der lieben Melanie. Die hat mir nämlich den Firminator zugeschickt für meine Häschen. Martha und George haben ja Angorafell. Der ist so schwer. Ich wollte mich hier nochmal bei dir bedanken. Ich habe dir schon persönlich geschrieben, wollte es aber nochmal übers Video machen. Und sie hat mir da auch ganz tolle andere Sachen noch mit reingetan. Und sie wollte eigentlich mir nur den Firminator schicken und hat dann aber noch andere Sachen mit reingetan. Auch was für meinen Freund. Auch aus seinem Namen. Auch von seiner Seite aus nochmal vielen, vielen Dank, liebe Melanie. Und den Firminator, den werden wir ausprobieren. Ich werde dir ein Feedback geben. Nur zur Zeit können wir das nicht. Das Fell ist noch zu kurz. Und wenn das Fell von den Häschen wieder länger ist, dann werden wir das auf jeden Fall benutzen. Und dann gebe ich dir auch ein Feedback. Also vielen Dank nochmal, liebe Melanie, dafür. Ich wollte es hier nur nochmal erwähnen. So, dann geht's weiter.
habe ich ein Paket von der Anni aus Dresden. Oh cool, liebe Grüße nach Dresden. Das ist dieser Luftpolsterumschlag hier. Und den schaffen wir auf jeden Fall noch. Es tut mir leid, Leute, ey. Das wird. Ich halte mich aber auch so immer lange dran auf, ne, weil ich mich halt so freue. Und ich gucke mir das dann eh nochmal alles danach an. Oh, hier fällt mir schon mal eine Karte entgegen. Oh, eine sehr schöne Karte. Herzlichen Glückwunsch. Träume gehen in Erfüllung, wenn man fest dran glaubt. Für was herzlichen Glückwunsch, mein Hase? Habe ich irgendwas gewonnen? Okay, lesen wir mal vor, was drin steht, wenn ich es denn vorlesen darf. Pass auf, bei den Top Secret Sachen, hier steht einmal auf der einen Seite steht Top Secret, das lese ich nicht vor und auf der anderen Seite steht nicht, also Top Secret, das lese ich vor. Hey liebe Franzi, ich freue mich so, dass es dir wieder besser geht. Ja, es geht mir super. Am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Ist es nicht das Ende. Bleib so fröhlich, natürlich, aufrichtig und ehrlich. Dafür lieben wir dich ja. Drück dich feste, Anni. Vielen lieben Dank, liebe Anni. Ich freue mich sehr. Ich lese mir jetzt mal kurz die andere Seite ganz schnell durch. Ist ja nicht viel. Ah, okay. Du bist eine Kollegin quasi. Ex-Kollegin. Also, liebe Anni, wenn ich mal wieder in Dresden bin, das dürfte auch nicht mehr so lange dauern, weil ich muss unbedingt zu Lush, komme ich bei dir vorbei. Mach ich. Ich danke dir, total cool. Okay, was hast du mir reingetan? Von Girlin, oder wie die Douglas-Kunden oft gerne sagen, Geierlein, eine super Aquamask. Da muss ich mich dann erstmal im Internet total belesen, was die alles kann und was die macht. Weil die werde ich dann natürlich nur zu einem Anlass, vielleicht hebe ich die mir von meiner Hochzeit auf. Ich muss jetzt mal gucken, dass mir die Bubis rausspringen. Du bist verrückt. Guerlain ist eine super krasse Luxusmarke und mochte ich auch sehr gern, wo ich bei Douglas gearbeitet habe. Und Dankeschön, ich wusste gar nicht, dass die so eine Maske haben. Bin ja auch lange nicht mehr bei, schon lange nicht mehr bei Douglas. Ja, toll. Ich freue mich. Danke, du bist so cool. Dankeschön. Danke. Von Biotherm, das Öl. Oh, ich, total mega, total mega. Ich liebe dieses Öl. Ich liebe dieses Öl. Und von der Nina habe ich jetzt auch nochmal zwei Proben bekommen. Also, ich brauche mir das erstmal nicht kaufen. Ich bin erstmal versorgt und jetzt noch von dir. Dankeschön. Echt, du bist ein Schatz. Danke, ich freue mich. Dann hat sie mir mit reingetan von Body and Soul von Müller. Du kommst aus Dresden, also hast du ja einen Müller. Die Entspannungsmaske mit Mandel und Vanille, das klingt super lecker, so als ob ich es essen möchte. Das werde ich mir auf jeden Fall zur Gemüte führen. Ich werde nach diesem Video werde ich auch baden gehen. Dann werde ich die wahrscheinlich verwenden. Vielen, vielen Dank, habe ich noch nicht ausprobiert. Und noch eine Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich, wie viele Milliliter sind denn hier drin in der Probe? Steht jetzt hier, ach hier, 5 Milliliter. Jetzt habe ich 4 Proben, da habe ich schon 20 Milliliter. Mega geil, ich danke euch. Echt, ihr seid, die Dokletten sind echt die besten. Vielen, vielen Dank. Und dann hast du mir noch, oh wie geil, von der Glam Glow Bright Mood Eye Treatment. Okay. Fürs rechte und fürs linke Auge? Was sind das denn? Kontaktlinsen oder was? Nee. Aber normalerweise steht doch rechts und links, wenn es eine Kontaktlinse ist, oder? Und nicht, wenn es Creme ist. Gibt es spezielle Creme fürs linke und fürs rechte Auge? Also das muss ich mir auf jeden Fall angucken. Krass, ich krieg hier Sachen, die ich noch nicht kenne, die ich mir schon ewig gewünscht habe, wie den MAC-Lippenstift. Ihr seid so geil. Ich habe gerade Geburtstag. Ich habe erst am 27. Juli Geburtstag, Freunde. Und ich freue mich ja überhaupt nicht. Ich bin kein Geburtstagsmensch. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, es ist Sonntagmorgen. Ich stehe auf und es ist gerade ein bisschen wie Weihnachten mehr. Total geil. Danke, 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 liebe Anni. Und wenn ich in Dresden bin, komme ich dich auf jeden Fall besuchen. Dann kriegst du wohl oder übel auch einen fetten, nassen Schmatzer von mir. Dankeschön. So, wie viele Minuten sind wir jetzt? 21, okay. Weiter geht's. Dann habe ich hier noch eine Karte, die ich übrigens total cool finde. Das ist, also das ist keine Karte, das ist mehr so ein
Das ist von Ernst Dings Family und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich stehe auf sowas. Also ich habe mir jetzt schon überlegt, mir fürs Wohnzimmer, wir haben ja da ein tolles Foto, aber wir wollen ja wahrscheinlich nicht in so allzu langer Zeit umziehen. Und da werde ich mir auch so ein kunstvolles Teil, da wo man nicht gleich sieht, was das ist. Also ich finde das geil und hier gefallen mir die Farben auch sehr. Finde ich schön, aber das nur am Rande. Hallo liebe Franzi, danke, danke, danke für deine ehrlichen, direkten, zwanglosen Videos. Du hast mir mit deiner tollen Art durch eine sehr schwere und kraftraubende Zeit geholfen. Bleib so wie du bist, Knutschi, dein Haselein Anna. Für mich ist das eine wahnsinnige Ehre, dass ich Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann und wenn du mir dann noch sowas schreibst, jetzt bin ich wieder übelst. Also das bewegt mich immer sehr, wenn ihr mir schreibt, dass meine Videos euch Kraft geben. Oh, Entschuldigung. Ja, also ich will jetzt gar nicht rumheulen. Ich freue mich ganz, ganz sehr und weiß das sehr zu schätzen. Und ich freue mich auch über sowas total. Also ihr braucht mir wirklich nichts zuschicken. Ich danke dir, liebe Anna. Und ich wünsche dir weiterhin viel Kraft und viel Glück und viel Sonnenschein im Leben. Und ja, vielen, vielen Dank. So, dann kommen wir zu, das fand ich auch ganz, ganz schön gemacht. Und zwar hat sie das hier so mit Herzen, das ist so Washi-Tape, finde ich total schön. Das ist von der lieben Franzi, auch noch eine Franzi. Und das machen wir jetzt mal auf. Ein Glückskeks, den machen wir jetzt sofort zusammen auf. Was hast du mir hier noch reingetan? Oh, wie cool ist das denn? Ich habe dir noch ein paar hübsche Post-its für deinen Fidofax dazu gepackt. Die Karte darfst du auch gerne vorlesen, aber nicht unbedingt, wo ich herkomme. Ja, nee, ist klar, das mache ich nicht. Ja, ich lese nicht vor, wo du herkommst, Hase. Wenn du das nicht möchtest, dann mache ich das nicht. Aber ich kann ja zumindest sagen, dass du auch Franzi heißt, ne? Okay, also du hast mir ein paar Post-its mit dazu getan. Die Karte finde ich mega schön. Total geil mit dem Haus. Sieht so süß aus. Okay, was hast du mir geschrieben? Oh, du hast ja eine ganz geile Schrift. Hallo liebe Franzi, nachdem der P2 Concealer in meiner DM-Filiale auch erst irgendwie weg war, nun jetzt aber auch wieder da ist, dachte ich, ich packe dir einfach einen mit ein. Das ist super, das ist richtig toll. Somit kann ich dir auch mal was schicken und dir sagen, dass ich deine Videos total gerne schaue und mich immer freue, wenn du ein neues hochlädst. Das freut mich. Das freut mich wirklich sehr. Auch wenn du sagst, dass es für dich selbstverständlich ist, ist es leider mittlerweile nicht mehr für jeden normal, ehrlich zu sein. Auch außerhalb von YouTube. Bleib daher unbedingt genau so, wie du bist. Das mache ich auf jeden Fall. Ich liebe deine lockere, lustige und ehrliche Art. Hoffentlich bekommst du jetzt nicht einen Haufen Concealer geschickt. Lass dich nicht unterkriegen. Viele, viele liebe Grüße auch an die anderen Hasen, Martha und George von einer Franzi. Ja, danke Franzi. Ich sag Martha und George auch ganz liebe Grüße. Die hoppeln gerade im Flur rum. Ich hoffe, ihr hört das übrigens nicht, weil George hat halt wieder den ganzen Tag seine 5 Minuten. Also ich danke dir ganz, ganz sehr. Die Karte ist schon mega süß. Also hast du mir einen P2 Concealer eingepackt. Das hast du mir jetzt schon verraten. Das ist super, weil... Einfach aus dem, Gott sei Dank habe ich mir ein BH angezogen übrigens. Super klasse. Oh, ich freue mich. Meiner, den habe ich euch auch mal gezeigt. Den habe ich mir geholt als Ersatz für den Mattifying Perfection. Das ist dieser hier. Der ist nicht schlecht, aber der setzt sich im Laufe des Tages ab. Und dieser hier nicht. Der bleibt bei mir, wo er ist, einen kompletten Tag. Und deshalb freue ich mich ganz, ganz sehr. Denn bei mir in meiner DM-Filiale, jedenfalls im Camden Center, gibt es diese Farbe immer noch nicht. Von daher freue ich mich. Und selbst wenn jetzt eine Zuschauerin nochmal auf die Idee gekommen ist, mir den zuzuschicken, Concealer kann ich schrotten, weil Concealer brauche ich wirklich jeden Tag. Also Concealer nehme ich jeden Tag. Von daher, danke, 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 danke. Die Post-its sind total schön. Oh. Wo hast denn die her? Die gibt's, in Deutschland gibt es die nicht, ne? Einmal hier mit diesem Hello. Da werde ich mir so Tages-To-Do-Listen draufschreiben mit. Dann dieses Herz in einer mega geilen Farbe, so wie nennt man das? Aprikot. Pfirsich. Total schön. Das passt total gut zu meiner Hautfarbe jetzt, so eine Farbe. Und dann noch diesen. Oh, der ist auch geil. Ach, hier habe ich eine extra To-Do. Sticky quasi. Total geil. Freue ich mich. Danke, danke, danke. Und dann habe ich meinen ersten. Das sind die ersten, die ich davon habe. Das wollte ich mir schon immer holen. Dann Like. Do This.
Remember This, solche kleinen Teile. Die habe ich bei uns noch nicht gefunden. Einmal bei Woolworths, aber in ganz hässlichen Farben. Und das ist mega cool. Da werde ich meinen Filofax mal richtig wieder auf Trab bringen. Ich danke dir von Herzen. Richtig cool. Danke, 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 danke. Toll, toll, toll. Schön. Und dann habe ich noch von ihr bekommen das Dresdner Essenz Pflegebad Vanille. Richtig geil, ich fahre zurzeit total auf Vanille ab und habe mir jetzt auch eine Vanille Bodylotion gekauft von Betty Barclay. Die gibt es ja schon seit 80 Milliarden Jahren. Hat mir eine Arbeitskollegin gesagt, dass die schon ewig gibt. Ich wusste das nicht. Und, aber die ist richtig cool und deshalb passt das ganz toll, wenn ich darin bade und dann noch ja, in Vanille mich eincreme. Total schön, ich freue mich. Danke, danke, danke. Das war jetzt... Von dir, liebe Franzi, das hier vorne drauf gefiel mir schon richtig gut. Hast du ganz toll gemacht. Ich danke dir von ganzem Herzen für diesen tollen Brief, also für diese tolle Karte und für die tollen Sachen. Freue ich mich ganz sehr. So, wir sind jetzt bei 29 Minuten 40. Das bedeutet, ich mache jetzt hier einen Cut und ja, der nächste Teil kommt dann nach diesem. Also bis dann.